Gude, herzlich willkommen bei CoinCharge. Heute geht es um die Elenbits-Erweiterung Cashew. Cashew ist ein eCash-Wallet-Mint-System für Bitcoin und Lightning. Mit Cashew kann man ein System schaffen, über das deren Nutzer sich untereinander Zahlungen hin und her schicken können, aber auch extern Lightning-Invoices senden und empfangen können. Dabei greift man auf die technische Infrastruktur des Anbieters zurück und nutzt deren Lightning-Node. Für die Nutzer hat es den Vorteil, dass sie keinen eigenen Lightning-Node betreiben müssen, um Lightning-Zahlungen senden und empfangen zu können. Und sie müssen auch keinem externen Custodial-Service vertrauen, denn sie nutzen das System von jemandem, zu dem sie eventuell eine persönliche Beziehung haben. In diesem Video erklären wir, wie du ein Cashew-System aufsetzen kannst. Wir erklären, wie Einzahlungen auf diesem Cashew-System von den Nutzern vorgenommen, wie die Nutzer untereinander Zahlungen senden und empfangen können und wie man extern Lightning-Zahlungen dann ausführen kann. All das, was wir in diesem Video erklären, haben wir nochmal in einem Artikel auf CoinCharge zusammengefasst. Die URL findest du hier unten in der Folgebeschreibung. Dort findest du ebenso die weiterführenden Links, die wir im Rahmen dieses Videos erklären werden. Wenn du Fragen haben solltest, kein Problem, schreib sie bitte auch unten in die Kommentare und wir werden gerne darauf dann zum späteren Zeitpunkt eingehen. Bevor wir jetzt mit dem Video beginnen, eine kleine Bitte, scroll kurz nach unten, drück dort den Like-Button und nach dem Intro geht's dann auch schon los. Cashew basiert auf das Shorman eCash-System, das David Shorm im Jahre 1982 entwickelt hat. Dieses Cashew-System wird heute übertragen auf Bitcoin und Lightning und findet dort seine Anwendung. Wir haben ein ausführliches Video schon erstellt, in dem wir dieses Shorman eCash-System beschreiben. Den Link dazu findest du hier unten in der Nachricht. Ganz hilfreich, sich vielleicht mit dem Thema zu beschäftigen, ist aber nicht zwingend erforderlich, um jetzt hier ein eigenes Cashew-System aufzusetzen. Nur kann es sein, dass wir im Laufe dieses Videos Begriffe wie eCash und Mint-System benutzen und dass man diese Hintergründe dann vielleicht kennt und versteht. Denn als Mint-System bezeichnet man dieses gesamte System. Heute würde man vielleicht eher sagen Lightning Bank oder dergleichen. Wir rufen die Webseite auf, wo unser Elenbits-Server läuft, also zum Beispiel in dem Fall jetzt legion.elenbits.com oder wenn ihr einen eigenen Elenbits-Server betreibt, entsprechend den. Wir beginnen jetzt einfach mit dem Anlegen einer Wallet, so wie ihr es gewohnt seid. Die Wallet nennen wir jetzt einfach mal Cashew. Wir haben eine neue Wallet erstellt und wie wir es gewohnt sind, diese URL, die kopieren wir uns und speichern sie an einen sicheren Ort, damit wir jederzeit wieder Zugriff haben auf dieses System. Und jetzt wollen wir die Cashew-Erweiterung aktivieren. Dazu gehen wir auf Managed Extensions. Hier finden wir die ganzen Erweiterungen und wir enablen Cashew. Dann gehen wir wieder hier rauf und hier haben wir jetzt die Cashew-Erweiterung. Und jetzt legen wir eine Mint an, also eine Mint, die quasi das System darstellt, das wir jetzt verwenden wollen. Und diese Mint, da können wir auch einen frei gewählten Namen wählen. Wir nehmen das jetzt mal beispielsweise auch Cashew, aber ihr könnt es auch Peter oder Karl nennen, je nachdem, wie ihr wollt. Dann sagen wir, welche Wallet soll hinterlegt werden. Das ist die Wallet, die nachher quasi das Mint-System hinterlegt ist. Hier werden jetzt alle Einzahlungen der Nutzer vorgenommen und alle Auszahlungen ebenso, wenn sie denn dann das System wieder verlassen. Also, die Wallet hat 0 und wir haben das Mint-System erstellt mit der entsprechenden hinterlegten Cashew-Wallet. Wenn wir auf das Rechte setzen, also das Häuschen, dann öffnet sich folgendes Fenster. Und das ist eigentlich, und hier können wir auch die URL, die können wir dann uns auch speichern, denn das ist die URL, die wir auch unseren Freunden und Bekannten mitteilen können, wenn sie auf unserer Mint eine Wallet eröffnen wollen.
Und dann kann jeder, der will, klickt hier drauf, Open Wallet. Und wir sehen auch hier, aktuell Guthaben ist 0. Und in dem oberen Bereich finden wir alle Bereiche, die mit der Lightning Wallet zu tun haben. Und hier im unteren Bereich ist quasi die Wallet dieses internen Systems, wird hier als eCash-Token bezeichnet. Damit wir das System jetzt nutzen können, müssen wir erstmal eine Einzahlung vornehmen. Das heißt also, wir machen eine Einzahlung in Lightning. Wir machen eine Einzahlung in Höhe von 1000 Satoshi und nennen das Einzahlung und Create Invoicen. Ich sende jetzt die 1000 Satoshis als Nutzer auf meine eCash Wallet. Und da sind sie, die 1000 Sats sind gut geschrieben. Jetzt gucken wir kurz auf die Wallet des Betreibers. Wir machen mal kurz einen Refresh und das ist jetzt die Wallet des Betreibers. Und hier sehen wir, die 1000 Sats sind gut geschrieben worden. Ebenso auf dem Konto des Nutzers. Jetzt wollen wir zeigen, wie eine interne Zahlung vorgenommen werden kann. Das heißt also zwischen einzelnen Nutzern des gleichen Systems. Dafür nehmen wir die URL wieder, über die sich die neuen Nutzer registrieren können. Und habe hier ein zweites Fenster geöffnet im Inkognito-Modus. Sonst würden wir immer wieder auf die gleiche eCash-Wallet zugreifen. Also wir machen das hier als neuer Nutzer. Der kriegt das Fenster und hier hat er ebenfalls ein Guthaben von 0. Und dem möchten wir jetzt gerne eine Zahlung zukommen lassen in Höhe von 500 Satoshis. So, wir wollen jetzt eine interne Zahlung von dem einen Nutzer zu dem anderen Nutzer vornehmen in Höhe von 500 Satoshis. Hier werden keine realen Satoshis übertragen, sondern ersatzweise den entsprechenden Token. Dann Token. Dann bekommen wir hier den QR-Code, beziehungsweise hier unten den Zahlungs-URL. Wir kopieren das und senden das jetzt an den Empfänger der Zahlung. Jetzt hat der Empfänger der Zahlung entsprechend diesen Token-Informationen erhalten. Klickt hier auf Get und kopiert diese Information hier rein und sagt Receive. Und wutsch, hier sind die 500 Satoshis gut geschrieben. Und auf der anderen 500 Satoshis weniger. Zusammen haben sie immer noch 1000 Satoshis. Nutzer A 500, Nutzer B ebenfalls 500. Das bedeutet, dass auf der Wallet des Betreibers immer noch 1000 Satoshis sind. Refresh, es hat sich also nichts verändert, weil es ist eine interne Zahlung gewesen. Es hat das System nicht verlassen. Der Betreiber hat weiterhin seine 1000 Satoshis. Machen wir nochmal die Zahlung in die andere Richtung, also wir führen eine Rückzahlung durch, wiederum über 500 Satoshis, Send Token, bekommen hier wieder die Informationen, die kopieren wir uns. Hier hat sich der Kontostand auf 0 verändert. Bei dem anderen Nutzer sind es noch 500 Satoshis, er macht wieder jetzt Empfangen, kopiert das hier rein, Receive und zack, hier sind die 1000 Satoshis wieder zurück und hier hat sich ebenfalls nichts verändert. Jetzt können wir aber uns noch mal ein bisschen die Historie angucken. Und in der Historie sehen wir jetzt die einzelnen Transaktionen. 1000 war die Einzahlung, dann haben wir 500 weggezahlt und 500 haben wir wieder zurückbekommen. Invoices, das sind die Zahlungen, die über das Lightning-System laufen und das hier sind die internen Zahlungen. Und das sind die externen Zahlungen. Und hier sehen wir die Veränderung der entsprechenden Tokens. Das waren die Umbuchungen innerhalb des Systems. Und innerhalb des Systems haben sich der Lightning Satoshis Bestand des Betreibers nicht verändert. Jetzt wollen wir Folgendes vornehmen. Wir möchten jetzt gerne eine externe Zahlung vornehmen. Das heißt, wir wollen jetzt eine Lightning Invoice bezahlen, die wir als Nutzer des Systems erhalten haben. Ich habe jetzt mit der Wallet of Satoshi eine Lightning Invoice in Höhe von 500 Satoshis erstellt. Die möchte ich jetzt gerne über dieses Cashew Mint System bezahlen. Im oberen Bereich, habe ich gerade gesagt, sind die Themen über die Lightning-Zahlungen, im unteren für die internen Cashew-Zahlungen. Jetzt möchte ich gerne eine Lightning-Invoice bezahlen. Dazu gehe ich jetzt auf Pay-Invoice, kopiere jetzt die Lightning-Invoice hier rein und drücke auf Enter. Achtung, ich zahle 500 Satoshis, Kontostand sind 1000 Satoshis und drücke auf Pay.
Zahlungserfolgt und mir wurden insgesamt 505 Satoshis abgezogen. Mein gesamtes Guthaben ist jetzt nur noch 495. Jetzt schauen wir uns mal an, was hat sich denn auf der Seite des Betreibers getan. Wir refreshen das kurz und wir sehen den aktuellen Kontostand beim Betreiber. Auf der Seite des Betreibers, er hat 503 bezahlt, Differenz von 2. Warum nicht 500? Das sind seine Kosten zur Nutzung des Lightning-Netzwerkes. Aber es war eine kleine Marge in Höhe von 2 Satoshis, die der Betreiber quasi jetzt verdient hat, dafür, dass er dieses System zur Verfügung stellt. So einfach könnt ihr quasi ein eigenes Cashew-System aufbauen und das euren Freunden, Familienangehörigen, Bekannten zur Verfügung stellen. Solche eCash-Systeme können jetzt zum Beispiel betrieben werden von Communities, von Freunden, von Medienhäusern, vielleicht von Sparkassen. Vielleicht könnte die 21 oder Blocktrainer-Community ein solches System aufstellen und die Nutzer intern können damit Zahlung durchführen. Aber vielleicht auch Plattformen, Twitter, Facebook, Telegram, wer auch immer, darüber könnten dann entsprechend dann die Zahlungen intern abgewickelt werden. Wir als Betreiber sehen nicht, wer ein Konto aufgemacht hat. Wir sehen auch nicht, wer eine Einzahlung auf dieses Konto vorgenommen hat. Wir sehen nur, dass es Einzahlungen gab von allen unseren Nutzern. Wir sehen die Summe aller Zahlungen und wir sehen die Summe aller Auszahlungen. Das erhöht auch die Privatsphäre dann der Nutzer. Für die Nutzer ein Vorteil, dass sie einen Custodial Service nutzen können, ohne einen eigenen Lightning-Node zu betreiben, aber diesem Custodial Service Anbieter ein gewisses Vertrauen schenken können. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Würde mich freuen, wenn ihr das mit einem Daumen hoch bewerten würdet. Wenn ihr weiter Interesse habt an solchen Videos, dann abonniert den Kanal, dann werdet ihr rechtzeitig darüber informiert. Habt ihr Fragen, schreibt sie unten in die Kommentare. Ich bedanke mich und würde mich freuen, euch beim nächsten Video wieder hier begrüßen zu dürfen. Wünsche euch alles Gute und macht es gut. Ciao, ciao.